Jasmin Burger liebt einen verheirateten Mann. Wegen dieser Affäre muss sie durch die Hölle. Scheiße. Hat dir das angetan? Für solche üblen Späße haben wir überhaupt gar keine Zeit. Thomas lag da und er war tot. Hat jemand die Leiche verschwinden lassen oder ist das alles ein makabres Versteckspiel? Von Thomas, bitte gib mir Zeit. Da will mich doch irgendwer verarschen. Mein Name ist Christian Vorländer. Und ich finde heraus, was es mit dieser Leiche auf sich hat. Ja, früher war das alles noch ganz anders. Da hat Thomas mir Frühstück ans Bett gebracht an unserem Hochzeitstag. Aber naja, Zeiten ändern sich, ne? Ach Quatsch, das stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin ja zufrieden, wenn ich meine Ruhe habe. Und solange er mir die Brillantohrringe schenkt, von denen ich ihn die ganze Zeit vorgeschwärmt habe, ist doch alles in Ordnung. Ja, du warte mal, ich muss Schluss machen. Thomas kommt. Hallo. Hi, Schatz. Du warte doch mal. Ja. Hast du nicht was vergessen? Was soll ich vergessen haben? Gibt's irgendwas zu feiern? Du würdest mich doch jetzt auf den Arm nehmen, du Schlawiner, hä? Komm. Was? Komm, sag schon, wo hast du sie versteckt? Du, was suchst du denn? Die Ohrringe. Deine Ohrringe? Wieso soll ich denn Ohrringe haben? Was willst du mir jetzt erzählen? Du hast unseren Hochzeitstag vergessen. Ist der heute? Ja. Sorry, das habe ich echt vergessen. Das ist nicht dein Ernst, oder, Thomas? Wir können doch später ein Gläschen trinken. Wo willst du denn jetzt hin? Warte doch mal. Du, ich gehe jetzt erstmal eine Runde joggen. Wie, du gehst jetzt joggen an unserem Hochzeitstag? Ich glaube, ich spinne. Du betrügst mich also. Na, warte. Ich warte. Du vögelst diese Schlampe, richtig? Ellen. Wage es jetzt gar nicht, es zu leugnen. Ich habe die SMS gelesen. Hätte ich mir ja denken können. Kaum arbeitet eine schöne Frau bei dir in der Firma, musst du sie gleich flachlegen, ja? Du weißt ganz genau, dass ich nicht so ein Typ bin. So schneller Sex, sowas bedeutet mir nichts. Das ist ja wohl der beste Beweis dafür. Bevor ich Jasmin kennengelernt habe, habe ich dich nie betrogen. Und ich hätte es auch diesmal nicht getan, wenn es nicht so verdammt ernst wäre. Wie, was soll das heißen? Ellen, es tut mir leid, aber ich habe mich in Jasmin verliebt. Verliebt? Ah, was ist mit mir? Ich bin immer noch deine Frau, Thomas. Ja, aber ich will die Scheidung. Die Scheidung an unserem Hochzeitstag? Wie kannst du mir das antun? Ellen, wenn du mal ehrlich bist, du liebst mich doch überhaupt nicht mehr. Das ist doch überhaupt gar nicht wahr. Ach, hast dich doch die ganzen Jahre nur für mein Geld interessiert. Was mit mir war, hat dich doch nie interessiert. Was kann ich denn dafür, dass du immer nur arbeiten warst? Seit ich Jasmin kenne, weiß ich, was eine richtige Beziehung ist. Sie liebt mich meinetwillen und ich liebe sie. Also akzeptier es und mach's uns beiden nicht so schwer. Was spinnst du? Was sollen denn unsere Freunde denken? Die werden mich auslachen. Ellen, du bist nicht die erste Frau, die geschieden wird. Und außerdem weiß niemand was von mir und Jasmin. Ach, wie rücksichtsvoll von dir. Ist wirklich nett, Meine Thomas. Entscheidung steht fest. Also akzeptier es einfach. Wo willst du jetzt hin? Zum Joggen, habe ich doch gesagt. Wie jetzt zum Joggen? Bleib hier. Thomas, eins verspreche ich dir. Verlässt du mich, dann wird was ganz Schlimmes passieren. Ellen, ich verstehe, dass du jetzt enttäuscht bist, aber erpressen lasse ich mich nicht. Scheiße, ich bin doch zu spät. Thomas, wo ist er? Oh, fuck. Thomas! Scheiße, mein Thomas! Hey, sag doch was, bitte! Thomas! Oh, Scheiße. Hat dir das angetan? Oh, Scheiße. Wo ist mein Handy? Jasmin Burger hier, hallo. Mein Freund ist tot. Thomas, Thomas Meinrad. Ich bin im Stadtpark. Ja, auf dem Parkplatz davor. Ja, ich warte hier. Irgendwer hat Thomas ermordet. Und wir sind da. Wo ist es? Wie? Scheiße, Mann. Aber Mann, der lag genau hier.
Sind Sie sicher, dass das die richtige Stelle ist? Ja, der lag genau hier in diesem Graben. Tja, aber wie es aussieht, liegt hier wohl keine Leiche. Weißt du was? Ruf doch mal die Leitstelle an und bestell den RTW wieder ab. Mhm. Jetzt passen Sie mal gut auf, Frau Burger. Für solche üblen Späße haben wir überhaupt gar keine Zeit. Mann, wenn ich Ihnen das doch sage. Thomas lag da und er war tot und alles war voller Blut. Ja und? Wo ist er dann? Ich meine, Toter steht er wohl nicht einfach auf und rennt davon, oder? Ja, Mann, ich weiß es doch auch nicht. Keine Ahnung, vielleicht hat ihn irgendwer abtransportiert oder so. Jetzt hören Sie mal, wir waren 0,0 nichts, waren wir hier. Es gibt keinerlei Anzeichen für ein Verbrechen. Hier sind nicht einmal Blutspuren. Ja, Mann, dann gucken Sie doch mal vernünftig. Mann, Sie müssen doch das mal untersuchen. Mann, warum glauben Sie mir denn nicht? Sollen wir vielleicht einen Arzt rufen? Mann, ich bin doch nicht verrückt, wenn ich Ihnen doch sage, Thomas lag genau da und es war alles voller Blut, Mann. Sie müssen den Mörder finden. Und wie soll man das bitte machen? Ohne Leiche? Ich würde vorschlagen, Sie gehen jetzt erstmal nach Hause und beruhigen sich. Schönen Tag noch. Komm, wir fahren wieder. Oh Mann, Scheiße. Herr Vorländer, Jasmin Burger hier. Sie müssen mir helfen, bitte. Vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. Schon gut. Das ist ja wirklich eine seltsame Geschichte, die Sie da erlebt haben. Sie haben Ihren Freund tot im Park gefunden und als Sie mit der Polizei wiedergekommen sind, war seine Leiche verschwunden? Ja, ganz genau. Die Polizei dachte auch schon, ich bin total verrückt. Aber ich habe ihn da wirklich gesehen. Und was kann ich jetzt für Sie tun? Sie müssen unbedingt die Polizei dazu bringen, vernünftig zu ermitteln. Die haben ja noch nicht mal den Tatort richtig abgesucht. Ja, gab es denn keine Hinweise auf das Verbrechen? Nein, Thomas' Leiche war ja plötzlich weg. Ja, aber wenn die Beamten mal richtig gesucht hätten, dann hätten sie bestimmt auch was gefunden. Jetzt erzählen Sie doch mal alles ganz in Ruhe von vorne. Sie und Ihr Freund leben zusammen? Nein, Thomas ist ja noch verheiratet. Aber er wartet nur auf den richtigen Moment, um seiner Frau endlich zu sagen. Und dann wollten wir zusammenziehen. Und seit wann sind Sie zusammen? So seit 9 Monaten. Ich bin Grafikdesignerin in Thomas' Computerspielefirma. Er ist also Ihr Chef? Ja, es war Liebe auf den ersten Blick bei uns beiden. Am Anfang haben wir ja auch versucht, irgendwie gegen unsere Gefühle anzukämpfen. Aber das geht halt nicht so einfach. Vor allem, wenn man den ganzen Tag zusammen in einem Büro arbeitet. Und Sie waren mit Ihrem Freund im Park verabredet? Ja, aber ich war halt viel zu spät dran. Wäre ich früher da gewesen, dann hätte ich ihn vielleicht noch retten können. Seine Hand, die war noch ganz warm. Haben Sie denn eigentlich schon mal in Erwägung gezogen, dass Ihr Freund gar nicht tot ist? Vielleicht hat er ja auch mit Ihnen einen zugegeben ganz makabren Scherz gemacht. Nee, sowas wird Thomas ehrlich nie machen. Der hat zwar eine Menge Fantasie, das braucht man ja auch als Entwickler von Computerspielen, aber so einen geschmacklosen Scherz wird er sich nicht erlauben. Na, vielleicht war Ihr Freund ja einfach nur verletzt und ist wieder aufgestanden. Sie sollten am besten jetzt gleich mal versuchen, ihn anzurufen. Sie meinen, aber das bringt sowieso nichts. Hallo, hier ist die Mailbox von Thomas Meinrad. Sehen Sie nur die Mailbox. Ich sag doch, Thomas ist tot. Bitte, Sie müssen die Polizei dazu bringen, zu ermitteln. Na gut, ich werde versuchen zu erreichen, dass dieser Tatort doch noch untersucht wird. Danke. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zu Thomas' Frau. Sollten Sie damit nicht besser noch warten? Die muss doch auch wissen, was passiert ist. Frau Burger ist vom Tod ihres Geliebten ja hundertprozentig überzeugt. Also ich habe da so meine Zweifel. Aber welchen sinnvollen Grund sollte der Herr Meinrad haben, seiner Geliebten seinen Tod vorzuspielen? Ich habe einen Freund bei der Kripo und den werde ich mal bitten, den angeblichen Tatort genauer unter die Lupe zu nehmen. So oder so, vielleicht gibt es ja einen Hinweis darauf, was wirklich passiert ist. Ellen Meinrad ist stinksauer wegen der Scheidungspläne ihres Mannes. Sie hat sich mit Thomas' Freund und Geschäftspartner Mark Petzold getroffen, der sich um die Finanzen der Firma kümmert. Wie viel Gewinn hat die Firma in diesem Jahr erwirtschaftet? Kannst du mir da vielleicht weiterhelfen? Wäre das nicht eher eine Sache für einen Anwalt? Ich habe einen Anwalt engagiert, den treffe ich allerdings erst morgen.
Aber ich muss halt wissen, wie viel Geld Thomas hat. Habt ihr nicht neulich erst diesen Millionendeal abgewickelt? Aus dem Stand kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wie viel Geld da ist. Da müsste ich erst mal die Bilanzen prüfen. Okay. Wäre es nicht geschickter, wenn du einfach Thomas fragst? Thomas. Thomas hat doch von Finanzen keinen blassen Schimmer. Du dagegen bist ganz anders. Klar, Thomas ist kreativ. Aber du stehst mit beiden Beinen auf dem Boden. Und genau das ist es, was eine Frau möchte. Thomas ist mein Freund. Und ohne seinen kreativen Kopf hätten wir nie so viel Geld gemacht. Ganz ehrlich, wenn diese Schlampe Jasmin denkt, dass sie sich einen reichen Mann geangelt hat, da hat sie sich aber geschnitten. Hey, jetzt beruhig dich erstmal. Ich check die Bilanzen und ich melde mich einfach bei dir, wenn ich mehr weiß. Ganz ehrlich, Thomas wird dafür bluten. Und ich werde aus der Scheidung rausholen, was geht. Frau Meinrad, ich bin Jasmin. Ich weiß, wer du bist, du miese Schlampe. Dann wissen Sie von Thomas. Allerdings. Mir. Was wagst du es, hier aufzukreuzen? Ich kann es ja verstehen, dass Sie so sauer sind. Es tut mir auch total leid, dass das alles so gekommen ist. Aber ich muss mit Ihnen reden, bitte. Was soll das werden? Ein Gespräch von Frau zu Frau? Ohne mich? Seh zu, dass du verschwindest. Nein, bitte. Es geht um Thomas. Es ist was Schlimmes passiert. Wie, was Schlimmes passiert? Thomas. Er ist tot. Wie er ist tot? Wir waren zum Joggen im Park verabredet. Und als ich da angekommen bin, da lag er im Graben, tot. Bitte, und was sagt die Polizei dazu? Ich musste zum Parkplatz laufen, um die Polizei anzurufen. Und als ich dann mit der Polizei zurückgekommen bin, da war er weg. Weg? Ja, ich verstehe das doch auch nicht. Das ist doch alles im Schlechten. Auch die Polizei hat mir nicht geglaubt, dass er jemals da war. Was für ein mieses Spiel spielst du hier eigentlich? Thomas ist tot, ja? Ja. Warum hat er mir diese SMS gerade geschrieben? Kannst du mir das mal erklären? Pass auf, mein Fräulein. Seh zu, dass du verschwindest, sonst rufe ich die Polizei. Genau, wenn Sie dann die Kontoauszüge noch mal aktualisieren könnten. Wunderbar. Vielen Dank. Wiederhören. Marc, ich muss dir was ganz Schreckliches erzählen. Lass mich raten. Thomas ist tot. Aber woher weißt du? Ellen hat mich gestern Abend angerufen. Was erzählst du denn für einen Unsinn? Aber es ist doch die Wahrheit. Ich finde das wirklich unfair von dir. Erst die Affäre mit Thomas und jetzt das hier. Wie kannst du dir nur so einen Quatsch einfallen lassen? Ich hab das Ellen erzählt, weil es doch stimmt. Ich hab Thomas im Park gesehen und zwar tot. Weißt du, vielleicht bist du einfach ein bisschen mit den Nerven blank. Ich meine, ich kann es ja verstehen, aber Thomas kann gar nicht tot sein. Er hat heute Morgen noch hier angerufen. Du hast mit ihm gesprochen? Nicht persönlich, aber er hat eine Nachricht auf den AB hinterlassen. Aber das kann nicht sein. Hörst du doch an. Hallo Marc, hier ist Thomas. Du, ich brauch 2-3 Tage Ruhe. Sorry, aber du, ich bin mit dem Firmenwagen unterwegs. Mach's gut. Ciao. Ganz sicher, dass die von heute Morgen ist? Ja. Das kann nicht sein. Function Zero hier, guten Morgen. Ja. Für dich ein Anwalt. Danke, Evi. Herr Vollender? Die Polizei hat den Tatort noch mal abgesucht. Ja und? Der Regen hat alle Spuren zerstört. Okay. Kann man nichts machen. Trotzdem danke. Wiedersehen. Um was ging's denn, wenn ich fragen darf? Es war mein Anwalt. Der hat einen Freund bei der Kripo und die haben den Tatort noch mal abgesucht. Sie haben aber nichts gefunden. Sag ich doch, dass du es alles nur eingebildet hast. Vielen Dank, dass Sie nochmal gekommen sind. Gerne. Ja, haben Sie denn inzwischen was Neues rausgefunden? Ja, vielleicht. Ich überlege seit Stunden hin und her. Ich war ja gestern Abend bei Ellen. Ach genau, wie war's denn? Naja, die hat mir natürlich auch nicht geglaubt. Und als allererstes hat sie mir erstmal eine gescheuert. Bitte? Ja, anscheinend wusste sie wohl schon von der Affäre. Ja, und als ich die Tür aufgemacht habe, ja, sie ist auch irgendwie hübscher, als ich gedacht habe. Und hat Frau Meinrad denn erfahren, dass ihr Mann und sie eine Affäre haben? Ich weiß es doch auch nicht.
Keine Ahnung, vielleicht hat er es ihr erzählt, bevor wir uns zum Joggen treffen wollten. Vielleicht hat sie auch Thomas ermordet, ist ihm gefolgt in den Park. Aus Eifersucht. Das ist aber ein gewagter Verdacht. Ja, Thomas hat mir erzählt, wie geldgeil sie ist. Naja, vielleicht hatte sie einfach Angst, dass sie nach der Scheidung keine Kohle mehr hat und ihren Lebensstandard nicht mehr halten kann. Also, mit solchen Äußerungen sollten Sie wirklich vorsichtig sein. Und ich sag's Ihnen jetzt mal klipp und klar. Außer Ihrer eigenen Beobachtung gibt es keinen Hinweis darauf, dass der Herr Meinrad tot ist. Ja, ich weiß ja auch. Es gibt ja sogar Lebenszeichen. Bitte? Der Herr Meinrad hat sich gemeldet? Ja, er hat Ellen gestern Abend eine SMS geschrieben. Die habe ich selber gelesen. Und heute Morgen war eine Nachricht von ihm auf dem AB im Büro. Ja, aber dann kann doch der Herr Meinrad gar nicht tot sein. Ich weiß es doch auch nicht. Aber wenn er noch am Leben wäre, dann hätte er sich doch bei mir gemeldet oder wäre wenigstens vorbeigekommen. Vielleicht ist er das ja. Den hat ein Bote gebracht. Schauen Sie mal, da ist eine Karte dran. Für Jasmin von Thomas. Bitte gib mir Zeit. Da will mich doch irgendwer verarschen. Also ich bitte Sie, Frau Burger. Ganz offensichtlich ist Herr Meinrad am Leben. Und darüber sollten Sie sich eigentlich freuen. Vielleicht sollten Sie einfach mal ein paar Tage abwarten, bis er wieder auftaucht. Ich lege Ihnen die Blumen jetzt mal hier hin. Und ich stehe jederzeit zur Verfügung, wenn Sie mir noch mal Hilfe brauchen. Dann rufen Sie mich einfach an, ja? Wiedersehen. Das kann nicht sein. Die Frau Burger tut mir wirklich leid. Sieht so aus, als würde ihr Geliebter, der Herr Meinrad, mit ihren Gefühlen spielen. Naja, sie wäre ja nicht die erste Frau, die auf einen verheirateten Mann reinfällt. Aber auf so perfide und geschmacklose Art und Weise einzuleiten, dass man Abstand braucht und möglicherweise oder wahrscheinlich die Affäre beenden will, das ist mir noch nicht untergekommen. Und ehrlich gesagt, ich finde das verdammt unfair. Hallo, Herr Kommissar Niebler. Herr Vorderländer, guten Tag. Ich bin der Anwalt von Frau Burger. Was gibt's denn? Ja, das besprechen wir mit Frau Burger selbst, ja? Sie sind wegen Thomas hier, oder? Kripo. Niebler mein Name. Sie sind Frau Jasmin Burger? Ja, genau. Aber was ist denn jetzt mit Thomas? Wir haben schon gehört, dass Sie die Leiche von Thomas Meinrad im Park gesehen haben wollen, aber deswegen sind wir nicht hier. Ja, und worum geht's dann? Sie sollen 1 Million Euro aus Ihrer Firma abgezweigt haben. Bitte was? Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Ich mache generell keine Scherze bei der Arbeit. Ihr Chef, Marc Petzold, hat Sie angezeigt. Wie soll Frau Burger das denn angestellt haben? Das weiß ich auch nicht so genau. Sie hat sich eben irgendwie das Passwort beschafft und hat dann damit fast das ganze Firmenkonto leergeräumt. So ein Unsinn! Wir würden Sie gerne vernehmen. Herr Vorländer, bitte. Ich war das nicht. Können Sie mir helfen, bitte? Selbstverständlich. Irgendjemand spielt hier ein ganz mieses Spiel mit Ihnen. Und ich werde herausfinden, wer das ist. Entschuldigung, ich suche die Firma Function Zero. Ich möchte gern zu Herrn Marc Petzold. Ja, das bin ich. Kann ich Ihnen helfen? Immer. Guten Tag. Mein Name ist Christian Vorländer. Ich bin Frau Burgers Anwalt. Ich verstehe. Ja, es ist Jasmins gutes Recht, sich einen Anwalt zu nehmen. Aber ich bin schon ziemlich enttäuscht von ihr. Bei uns in der Firma wird Vertrauen großgeschrieben. Frau Burger bestreitet, etwas mit dem Verschwinden des Geldes zu tun zu haben. Das würde ich an ihrer Stelle auch tun. Aber ich glaube, dass sie die Affäre mit Thomas nur begonnen hat, um an das Passwort für das Firmenkonto ranzukommen. Wer hat den Zugang zu dem Firmenkonto? Thomas, ich, Ellen, also Thomas' Frau. Ja, aber dann kann doch auch einer von den beiden das Geld vom Konto geräumt haben. Ausgeschlossen. Also Thomas und ich, wir sind so. Und Ellen, die hat null kriminelles Potenzial. Herr Petzold, Sie haben zwar hier im Haus das Firmenbüro und Ihre private Wohnung. Trotzdem können Sie nicht mitten in der Nacht herumräumen. Das geht nicht und es ist gegen die Hausordnung. Tut mir wirklich leid, Herr Arnold. Das war eine Ausnahme. Es wird nicht wieder vorkommen. Aber Sie sehen ja gerade, ich bin mitten im Gespräch. Also Wiedersehen. 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 Was macht Sie eigentlich so sicher, dass die Frau Burger das Geld beiseite geschafft hat? Ja, es ist so, wir hatten vor kurzem einen ziemlich großen Deal mit einem anderen Spielevertrieb. Wir haben ein Online-Spiel für 3 Millionen Euro verkauft. Und Jasmin hat sich verdächtig oft für die Finanzen interessiert.
Okay, sie hat zu mir gemeint, sie möchte sich danach selbstständig machen, aber wenn Sie mich fragen, hat sie es von Anfang an nur auf das Geld abgesehen. Aber damit ist noch lange kein Tatnachweis gegen meine Mandantin geführt. Die Polizei wird früher oder später schon rausfinden, wie sie sich Zugang verschafft hat. Wieso haben Sie eigentlich ausgerechnet jetzt das Fehlen des Geldes bemerkt? Naja, es ist so. Ellen, also Thomas' Frau, hat mich gebeten, ich soll die Firmenbilanzen prüfen, wegen der Scheidung. Aber wenn Thomas rausfindet, was sich Jasmin geleistet hat, sind die beiden sowieso wieder zusammen. Also Ellen und Thomas. Sie glauben also, dass Ihr Firmenpartner noch am Leben ist? Natürlich. Er hat heute Morgen eine Nachricht auf den Firmen-AW gesprochen. Wie ich Thomas kenne, war ihm die ganze Sache mit den zwei Frauen so stressig geworden. Hat sich einfach eine Auszeit genommen. Herrn Petzolds Einschätzung von Jasmin Burger hat wenig mit der jungen Frau zu tun, die ich kennengelernt habe. Ich kann einfach nicht glauben, dass die Frau Burger es auf das Geld ihres Geliebten abgesehen hat. Ich frage mich nur, warum der Herr Petzold ein so großes Interesse daran hat, meine Mandantin zu belasten. Vorländer, Frau Burger, hallo? Was, der Kommissar will Sie noch mal vernehmen? Warum? Okay, am besten Sie sagen gar nichts, bevor ich da bin. Ich beeile mich, ja? Da sind Sie ja endlich. Guten Tag auch. Ja, ich habe Ihrer Mandantin schon gesagt, dass sie uns die Angelegenheit wesentlich erleichtern könnte, wenn sie endlich gestehen würde. Schließlich sind 250.000 Euro jetzt auf Ihrem Konto aufgetaucht. Ich werde nichts gestehen, was ich nicht getan habe, okay? Jetzt bitte beruhigen Sie sich. Ne? Vielleicht haben Sie einfach gemeinsame Sache gemacht mit Ihrem verschwundenen Geliebten. Thomas ist nicht verschwunden, Mann. Thomas ist tot. Frau Burger hat mir am Telefon gesagt, dass das Geld von einem anonymen Auslandskonto überwiesen wurde. Ja, das ist richtig. Und wie ist das Geld auf dieses anonyme Konto gekommen? Na, zuerst wurde mit dem Passwort von Herrn Meinrad 1 Million Euro vom Firmenkonto auf ein Konto auf den Cayman Islands überwiesen. Dann verliert sich kurzzeitig die Spur. Aber jetzt haben wir ja diese Überweisung von einem anonymen Auslandskonto an Frau Burger. Dieses anonyme Auslandskonto, das kann doch jedem gehören. Vielleicht will der wahre Täter mit dieser Überweisung von sich selber ablenken. Wollen Sie mir jetzt wirklich weismachen, dass jemand freiwillig auf 250.000 Euro verzichtet, nur um den Verdacht auf Frau Burger zu lenken? Das ist doch Blödsinn. Ich finde, Sie sollten endlich mal auch andere Personen als mögliche Täter in Betracht ziehen. Thomas Meinrad zum Beispiel. Mann, Thomas ist doch tot! Wissen Sie, ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll. Das Geld ist auf Ihrem Konto und das wird der Staatsanwaltschaft für eine Anklage reichen. Ich bin alleine raus, danke, auf Wiedersehen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Haben Sie denn wirklich keine Ahnung, warum das Geld auf Ihrem Konto ist? Mann, nein, ich schwöre es. Aber was ist, wenn wirklich Ellen das Geld veruntreut hat und es mir einfach nur in die Schuhe schieben will, um sich an mir zu rächen? Naja, auszuschließen ist es nicht. Die Frau Meinrad hat Zugang zum Firmenkonto. Aber meiner Ansicht nach ist ihr Geliebter der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Selbst wenn Thomas noch am Leben wäre, er würde niemals Geld veruntreuen. Er interessiert sich doch überhaupt nicht für Geld. Wie auch immer. Entscheidend ist, dass wir endlich rausfinden, ob er nun tot ist oder nicht. Ja, und wie? Ich werde mal mit seiner Frau sprechen. Vielleicht hat er sich inzwischen bei ihr gemeldet und sie weiß mehr, als sie zugibt. Okay, danke. Ich glaube, ich gehe mal zu Marc. Was versprechen Sie sich davon? Keine Ahnung, ich will ihm einfach nur sagen, dass ich mit dem Verschwinden von dem Geld nichts zu tun habe. Und vielleicht zieht er seine Anzeige dann zurück. Die Staatsanwaltschaft wird trotzdem weiter ermitteln, aber vielleicht bringt es ja was.